Was ist in Deutschland ein Brauch zu Weihnachten? Einen Tannenbaum schmücken. Welche Lebensform ist in Deutschland nicht erlaubt? Ein Mann ist mit zwei Frauen zur selben Zeit verheiratet. Bei Erziehungsproblemen gehen Sie in Deutschland zum Jugendamt. Sie haben in Deutschland absichtlich einen Brief geöffnet, der an eine andere Person adressiert ist. Was haben Sie nicht beachtet? Das Briefgeheimnis. Was braucht man in Deutschland für eine Ehescheidung? Die Unterstützung einer Anwältin, eines Anwalts. Was sollten Sie tun, wenn Sie von Ihrer Ansprechpartnerin, Ihrem Ansprechpartner, in einer deutschen Behörde schlecht behandelt werden? Ich kann mich bei der Behördenleiterin, beim Behördenleiter, beschweren. Eine Frau, die ein zweijähriges Kind hat, bewirbt sich in Deutschland um eine Stelle. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Sie bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil sie Mutter ist. Ein Mann im Rollstuhl hat sich auf eine Stelle als Buchhalter beworben. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Er bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil er im Rollstuhl sitzt. In den meisten Mietshäusern in Deutschland gibt es eine Hausordnung. Was steht in einer solchen Hausordnung? Sie nennt Regeln, an die sich alle Bewohnerinnen und Bewohner halten müssen. Wenn Sie sich in Deutschland gegen einen falschen Steuerbescheid wehren wollen, müssen Sie Einspruch einlegen.